Ich habe jetzt bei 57 Grad eingemeischt. Das ist die erste Rast in meinem Rezept. Das ist die sogenannte Eiweißrast. Eiweißrasten sind gewöhnlich dafür da, die Eiweiße, wie es schon sagt, aus dem Malz zu lösen. Heutzutage sind die Malze eigentlich so gut, dass man diese Rast auch schon überspringen kann. Nichtsdestotrotz finde ich es immer besser, in den Rezepten doch eben mit dieser Rast zu arbeiten, insbesondere wenn man Biere haben möchte mit höherer Schaumrate oder eben mit Weizenmalz arbeitet, und dementsprechend sollte hier eben eine Rast vorhanden sein. Eine zu knappe Rast kann nämlich eine ungenügende Ernährung der Hefe hervorrufen, und dementsprechend haben wir eine Gärstörung. Deshalb hier ist jetzt bei 57 Grad 10 Minuten Rast, und dann gehen wir auf die zweite Rast über.